Das autonome Fahren, eine große Zukunftsvision. Und hier geht es heute um ein Unternehmen, das da eine echte Führungsposition hat und die Aktie ist noch nicht mal teuer. Es geht um Chinas Google, es geht um das chinesische IT- und Internet- und Halbleiterunternehmen Baidu. Herzlich willkommen. Ich habe mir sagen lassen, wenn man Videos macht hier auf YouTube, dann muss man ab und zu mal so ein bisschen was ja, Privates von sich zeigen. Also so in die Richtung, ja, welche Hobbys hat man und was ist die Lieblingsfarbe und so, das würden die Leute gerne mögen. Als dann, hier ist ein Bild von mir, ein privates Bild im Führerstand einer ausrangierten Lokomotive auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Baden-Württemberg. Da schlagen Männerherzen höher. Was aber andererseits natürlich schon auch die Frage aufwirft, also wenn sich einer ablichten lässt mit einer Technik, die vor 50 Jahren ausgemustert worden ist, war es dann nicht ein katastrophaler Fehler, so einem einen Kanal zu geben, der Zukunftsmärkte heißt? Aber jetzt ist schon zu spät, jetzt sind 244 Videos schon drin, dumm gelaufen. Aber dafür mache ich heute auch wirklich wieder mal ein schönes Zukunftsthema. Nämlich autonomes Fahren. Es wird daran gearbeitet, weltweit mit Hochdruck und das naheliegendste Vehikel, wo man da am schnellsten Fortschritte machen könnte, das ist natürlich der Zug. Weil beim Zug, da sind natürlich zumindest Fahrspur und Geschwindigkeit und solche Dinge, die sind ja dankenswerterweise da schon vorgegeben. Insofern liege ich da auch nicht ganz falsch mit meiner Dampflok. Und es gibt ja auch schon selbstfahrende Züge und selbstfahrende Metros und solche Dinge. Aber auch da sind wir noch weit davon entfernt, dass sich das jetzt schon flächendeckend durchgesetzt hätte. In München zum Beispiel, da haben alle U-Bahnen immer noch einen Fahrer. Erstens, der kann die Fahrgäste viel effizienter zusammenscheißen. Ja, geht's heute durch zu den anderen Türen? Gut, sehr fix. Und zweitens natürlich, es kann immer passieren, auch dass irgendein Rentner eben plötzlich vors Gleis fällt. Und das wird sich aber ändern. Da werden wir in Zukunft Algorithmen haben, die erfassen diesen Rentner und die berechnen dann in Sekundenbruchteilen, wie voll ist die U-Bahn besetzt mit jungen Leistungsträgern, die sich jetzt verletzen könnten bei einer Vollbremsung. Und auf der anderen Seite, wie gesund ist der Rentner noch und welche Belastungen sind durch ihn zu erwarten in den nächsten Jahren fürs Sozialsystem. Und dann fährt ihm die U-Bahn einfach über den Haufen. Er ist dann auch nicht verstorben wegen der U-Bahn, sondern in Zusammenhang mit der U-Bahn. Aber daran sehen Sie schon, die Systeme, die man braucht, die sind anspruchsvoll, die Rechenprozesse, die sind wahnsinnig komplex und das gilt natürlich umso mehr, wenn man wirklich auch selbstfahrende Autos haben will oder selbstfahrende Lastwagen. Das ist aufwendig, das zieht sich hin und das Interesse der Anleger an dem Thema ist auch stark zurückgegangen. Also hier haben wir das Musterbeispiel. TuSimple, ein amerikanisch-chinesisches Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf selbstfahrende LKWs. Die Aktie komplett Einbruch in der Spitze um fast 90%. Oder auch Arbe Robotics aus Israel. Die sind spezialisiert auf Radarsysteme zur Umgebungserfassung. Die Aktie an der Nasdaq hier auch stark unter Druck gekommen. Liegt natürlich auch daran, dass das Umfeld für Technologieaktien sowieso schlecht ist im Moment und dass es auch Unternehmen sind, natürlich, die eben auch noch kein Geld verdienen. Aber auch so Dinge wie das Mercedes jetzt gemeldet hat, zum Beispiel, dass sie für die S-Klasse als erste mit ihrem Drive Pilot jetzt ein System anbieten können, das international zertifiziert ist und zugelassen vom Kraftfahrtbundesamt für automatisiertes Fahren auf Level 3. Das hat die Börse auch nicht mehr großartig gejuckt.
Also wenn Tesla das gemeldet hätte, dann wäre der Börsenwert wahrscheinlich auf um über 100 Milliarden Dollar hochgeschossen. Vielleicht muss Mercedes auch mal so Sachen machen wie jetzt bei Twitter mitbieten oder sowas. Level 3, das heißt, man kann sich als Fahrer beschäftigen mit anderen Sachen, man muss jetzt nicht das Lenkrad dauernd festhalten, man muss nur in der Lage sein, dass man innerhalb von 10 Sekunden eingreift. Aber das Ganze kostet über 5000 Euro, wenn man das haben will, und es gibt nur bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Es ist erstaunlich genug, was man erreicht hat, so wie viel in dem Bereich, aber es ist eben trotzdem auch nicht der große Durchbruch. Es geht aber um eine ganz andere Aktie heute, nämlich um Baidu. Baidu, früher genannt Chinas Google, der wichtigste Suchdienstbetreiber in China, und ähnlich wie Google oder Alphabet ist auch Baidu ein Konzern, der schon seit Jahren in andere Bereiche auch investiert. Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Halbleiter und eben auch autonomes Fahren. Und ich habe hier schon einige Videos gemacht zu Baidu. Ich habe hier auch schon 2009 in einem Video darauf hingewiesen, dass beim autonomen Fahren in China Baidu wahrscheinlich bald eine große Nummer werden wird. Und außerdem hat der Konzern letzte Woche Quartalszahlen vorgelegt. In dem Zusammenhang übrigens jetzt nochmal zur Erinnerung kurz. In China ist jetzt ja allgemein Berichtssaison, also nicht nur Baidu, sondern der ganze chinesische Technologiesektor, die stehen ja jetzt auch alle schon seit anderthalb Jahren unter Druck, wo sich viele Anleger jetzt auch fragen, sind die jetzt unterbewertet oder sind sie nicht unterbewertet? Und das macht die Zahlen im Moment ja auch gerade so interessant. Und dazu kriegen Sie von uns einen Zukunftsmärkte-Report mit den aktuellen Zahlen von Alibaba, von Tencent und noch von zwei kleineren Unternehmen aus dem chinesischen E-Commerce-Sektor. Also sozusagen ein Update, wie wir die jetzt einschätzen. Und die Reports von uns, die sind gratis. Dieser Report, der geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Die Zahlen aus Chinas Tech-Sektor, Alibaba, Tencent und mehr. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Bei Baidu hat sich was getan. Ich habe vor 3 Jahren damals in dem Video schon die Plattform Apollo beschrieben. Da haben sich auch fast alle Hersteller, also auch Mercedes, VW, BMW und auch Partner wie Intel zum Beispiel oder Nvidia, die haben sich da schon eingeklinkt bei dieser Plattform von Baidu. Es ist gedacht als eine Art Betriebssystem für selbstfahrende Autos in Zukunft. Die sollen dann eben nur noch die Hardware brauchen im Prinzip, also so Dinge wie die Kameras, die Sensoren und die Daten dann aber und die KI und auch das Kartenmaterial, das käme dann eben aus diesem System. Und das ist natürlich schon mal ein echtes Pfund. Es ist auch ein völlig anderer Ansatz als im Westen, weil dieses System nämlich auch offen ist für externe Entwickler. Und auf der Basis, da hat Baidu jetzt aber auch schon einen eigenen Robotaxi-Dienst hochgezogen, also selbstfahrende Taxis. Das nennt sich Apollo Go, also ähnlich wie Waymo von Google oder Cruise von General Motors in den USA. Das ist alles noch in Testphasen. Aber Baidu hat schon 500 Autos da im Dienst in 10 Städten in China und hat damit im letzten Quartal 196.000 Fahrten durchgeführt. Und das ganz Neue ist gerade, sie haben in Peking jetzt auch die Lizenz gekriegt für Fahrten, ohne dass sicherheitshalber noch jemand hinterm Lenkrad sitzt. Bis jetzt war das noch so und es muss auch jetzt immer noch ein Begleiter mitfahren. Also die sind da schon noch sehr vorsichtig. Aber dieser Begleiter, der sitzt jetzt eben nicht mehr hinterm Steuer, sondern das Robotaxi fährt jetzt von selbst in Peking in einer Zone von 60 Quadratkilometern. Ist ein Riesensprung nach vorn. Und diese Genehmigung, die haben eben auch nur bekommen in China Baidu und Pony.ai. Pony.ai ist ein nicht börsennotierter Wettbewerber, der ist da aber auch gut dabei, hat etliche große Investoren, zum Beispiel Toyota. Und nur diese zwei Unternehmen dürfen das bis jetzt in China und eben nicht Tesla, NIO, XPeng oder auch JD.com oder Xiaomi. Und der dritte Punkt, Baidu hat jetzt auch eine Automarke, Jidu Auto. Das ist ein Venture mit Geely, Baidu hält 55% dran.
Und die haben jetzt zusammen nochmal 400 Millionen Dollar reingepumpt. Das hat jetzt also 700 Millionen Dollar an Kapital. Produktionsbeginn ist 2023, weil Chile hat ja die Produktionskapazitäten. Und der Prototyp wird vorgestellt jetzt am 8. Juni, am sogenannten Robo Day. Da darf man sehr gespannt sein. Ein Elektroauto, das von vornherein ausgelegt ist auf autonomes Fahren auf Level 4. Mir ist völlig klar, es gibt natürlich viele Firmen, die am autonomen Fahren arbeiten. Oder das tun ja eigentlich fast alle, sowohl im Westen als auch in China. Und das macht es für Anleger natürlich sehr, sehr schwierig, weil man einfach nicht weiß, was setzt sich durch, wer setzt sich durch. Also nehmen Sie nur mal die große Debatte. Also ist jetzt Tesla zum Beispiel den anderen haushoch überlegen oder nicht? Die gibt's ja. Was sich aber rauskristallisiert, das ist, das, was im Westen funktioniert, das wird so nicht in China funktionieren und umgekehrt, weil man misstraut sich da ja gegenseitig. Jeder hat Angst um seine Technologie und um die Daten vor allem auch. Also die internationalen Konzerne auch, die brauchen wahrscheinlich unterschiedliche Systeme für die unterschiedlichen Märkte da. Und man sagt, im Westen, da hängt wahrscheinlich dann relativ viel davon ab, was im Auto selbst steckt an Technik. Und in China wird es aber in der Tendenz mehr auch laufen über zentrale Systeme und zentrale Steuerung. In den Metropolen zumindest, wo dann die Autos eben auch eher eingebettet sein sollen, dann in das Gesamtsystem. Und das spielt natürlich einem Anbieter von Baidu mit seiner Apollo-Plattform sehr wahrscheinlich in die Karten. Baidu wird kein Monopol haben, das wäre wahrscheinlich zu riskant, aber sie haben da Pionierarbeit geleistet und spricht nichts dagegen, dass das dann am Ende in China der Weg ist, der dann auch gegangen wird. Und Baidu ist ja jetzt sowieso auch keins von diesen Technologieunternehmen, die Peking auf dem Kieker gehabt hätte oder sowas. Also so wie die Fintechs oder der Gaming-Sektor und diese Dinge, was ja den gesamten Technologiesektor dann unter Druck gebracht hätte. Baidu hat darunter indirekt auch gelitten, also dass es den anderen Tech-Sektoren schlechter gegangen ist, weil dadurch ist die Internetwerbung zurückgegangen auch. Aber an sich ist Baidu ein Vorzeigeunternehmen, eins der absolut führenden Unternehmen in China bei IT, bei künstlicher Intelligenz und inzwischen auch mit einer interessanten Halbleitersparte, zum Beispiel mit dem Kunlun 2 Prozessor, die chinesische Antwort auf den A100 von Nvidia. Das sind die Unternehmen natürlich, die China auch braucht, wenn es weiterkommen will. Und das weiß die chinesische Regierung auch. Insofern ist es eben auch nicht ganz fair gewesen von den Anlegern, dass man die Baidu-Aktie da jetzt einfach zu dem chinesischen Technologiesektor dazu gesteckt hat und dann gesagt hat, naja, sie leiden halt jetzt alle unter der Regulierung. So ist es aber gelaufen. Hier der 5-Jahres-Chart, das sind jetzt die ADRs von Baidu aus den USA, weil da die Historie länger ist. Baidu ist lang ein Underperformer gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, schon länger, das Kerngeschäft Internetsuche, das schrumpft. Und bis die neuen Sparten profitabel sein werden, das dauert da noch ewig. Und so vor 2 Jahren, da hat sich dann aber die Wahrnehmung geändert und die Aktie ist wirklich nach oben geschnellt. Und dann ist aber die Korrektur gekommen bei den chinesischen Technologieaktien. Die Quartalszahlen jetzt, die waren okay, der bereinigte Nettogewinn ist zwar gefallen um 10%, das Kerngeschäft hat natürlich gelitten an den Lockdowns und das wird dann jetzt im 2. Quartal garantiert auch nicht besser werden. Und die Investoren haben sich aber zum Beispiel darüber gefreut, dass der Umsatz wenigstens noch um 1% gestiegen ist und dass eben die neuen Bereiche jetzt auch stark wachsen. Also noch nicht das autonome Fahren, das spielt da jetzt noch nicht so die große Rolle. Aber zum Beispiel das Cloud-Geschäft, das hat 45% Umsatzwachstum gehabt. Und die Streaming-Tochter iQIYI, die schreibt jetzt auch endlich schwarze Zahlen. Das ist auch positiv. Und darum ist die Aktie auch nach dem Quartalsbericht um 14% gestiegen. Sie ist aber trotzdem immer noch nicht teuer jetzt im Vergleich.
Hier ist nochmal der Zwei-Jahres-Chart. Also sie sind jetzt nicht davongelaufen, sondern das, was wir da gerade haben, das ist im besten Fall eigentlich eine Bodenbildung. Und auf dem Niveau würde ich persönlich auch sagen, ist die Aktie ein Kauf. Ist nur meine Privatmeinung hier, so wie immer, aber das KGV für den Gewinn dieses Jahr, das liegt jetzt bei 19, das ist nicht mehr wahnsinnig viel. Baidu ist netto schuldenfrei, das Umlaufvermögen liegt 10 Millionen Dollar über den Schulden und sie haben auch noch Anteile an TripCom und an iQIYI. Und das Kerngeschäft, wie gesagt, es stottert zwar, aber es ist ja trotzdem auch immer noch hochprofitabel. Und dann gibt es eben auch noch die Langfristfantasie durch die neuen Bereiche, allen voran eben autonomes Fahren. Das wird noch dauern, bis sich das Ganze niederschlägt wahrscheinlich. Und ich gehe auch davon aus, die Aktie bleibt jetzt erstmal volatil, mindestens so lange, wie wir die Lockdowns auch haben in China. Aber wenn man Langfristanleger ist, ist das meiner Meinung nach doch ein ganz guter Einstiegszeitpunkt, wo man auch mal ein paar kaufen kann. Naja, und China ist auch darum ein interessanter Markt für selbstfahrende Autos, weil da die Akzeptanz sehr hoch ist anscheinend. Also bei uns ist man, was die Technik betrifft, ja schon eher kritisch, ist klar. Also wenn man jetzt schon an den nächsten Baum kracht mit 150, da will man dann, dass man es selber gewesen ist und nicht der Bordcomputer. Aber in China ist es anscheinend dann doch so, die warten auf diese selbstfahrenden Autos schon sehnsüchtig und 80% von den chinesischen Autofahrern sagen, ich würde meine Marke auch wechseln, wenn eine andere Marke mehr bietet beim autonomen Fahren. Gut, und jetzt muss ich noch was sagen zu meinem letzten Video kurz. Ich habe ein Zitat gebracht vom amerikanischen Notenbankenchef Colin Powell. Das hat für Heiterkeit gesorgt hier. Also zum Beispiel Schauspieler Jerome Farrell und Fed-Chef Colin Powell. Wer kennt sie nicht? Klar, der Fed-Chef heißt natürlich Jerome Powell und ich weiß das eigentlich auch. Colin Powell ist nicht Fed-Chef geworden. Er hat aber ja immerhin das irakische Atomwaffenprogramm aufgedeckt. Das ist auch eine Lebensleistung. Und in dem Zusammenhang hat sie auch noch einen viel, viel schlimmeren Versprecher gegeben neulich. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Hier, George W. Bush, der hat in einer Rede die völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion des Irak kritisiert. Er hat natürlich die Ukraine gemeint. Aber so geht's manchmal. Peinlicher Verbrecher, Versprecher. Aber wie auch immer, also denken Sie auf jeden Fall noch an unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report morgen mit den Quartalszahlen aus dem chinesischen Technologiesektor, Tencent, Alibaba und so weiter. Tragen Sie sich dafür noch ein auf www.zukunfts-märkte.de, dann können Sie den morgen früh auch lesen. Und ansonsten bis bald, alles Gute Ihnen und herzlichen Dank fürs Zuschauen.